Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Hallo Leute, ich bin wieder da mit einem neuen Projekt. Mal wieder. Ich habe sehr, sehr viele Projekte, muss ich sagen. Aber es ist, ich finde es auch gut, weil kann ich mich entscheiden immer zwischen mehreren. Ja, gut. Ich würde sagen, die erste Viertelstunde spielen wir. Die ersten 10 Minuten eines Gameplays habe ich auch schon mal gesehen, aber sonst ist alles blind. Ich versuche mich diesmal auch mal dran zu halten, so, weil sonst habe ich ja mal schon weiter gespielt. Also wir fangen ein neues Spiel an, und zwar jetzt. So, Männer, einfach normal, schwierig. Wir machen mal normal. Vorgeschichte. Hören wir uns die doch mal an. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Hey, Artyom. Als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken. Hab dich! Ja! Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Es läuft irgendwie nicht ganz flüssig. Mit 13 Frames. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Was denn hier? Mit E machen wir also. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Okay. Dann drehen wir mal am Rad. Hahaha, Flachwitz. Atjom. Schau in diesem Kiste nach Moon und Medipacks. Nach Moon. Ich denke mal Steuerung, ja. So wie in einem Ego-Shooter. Munition. Oh, einen Moment.
Oh, verdammt, ich nehme noch auf. Egal. Das war, ja, der Postbote, aber wir haben nichts bestellt, also einfach mal nicht rangehen, ne? Wir machen weiter. Die Munition. Es läuft wirklich ein klein wenig nicht flüssig. Bereit, Artyom? Mir nach. Ist er darüber gesprungen? Huah! Naja. Okay. Auf nach oben. Mal gucken, ob ich das noch beheben kann, weil mit 16 Frames zu spielen ist nicht so schön. Mhm. Anscheinend kann er zu Hause. Weil es läuft doch sehr, sehr ruckelig. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah an... An vielen Orten, insbesondere an der Oberfläche, benötigt man zum Überlegen eine Gasmaske. Bindegeräte zu husten, müssen Sie G drücken, um die Gasmaske anzulegen. Nehmen Sie die Gasmaske ab, müssen Sie G gedrückt halten, um zu sehen, wie lange der Filter noch hält. Und vorher schon, indem Sie T drücken. Okay. Am Tor. Also nur gedrückt halten. Wir sind jetzt, lade deine Waffe. Denke ich mal, irgendwie im gelben Bereich. Da kommen sie! Linke Maus zum Schießen. Oh, fuck, nee. Entweder liegt das am Spiel oder... Spieloptionen. Zielgeräusche nach dem nächsten Untertitel. Schwierigkeit normal. Video. Qualität. Sehr hoch. Machen wir mal hoch. Gamma Auflösung. Wieder zurück. Ups. Was ist denn jetzt los? Meine Maus ist weg. Hallo? Ey, was soll das? Na, es funktioniert nicht mehr. Naja. Na dann. Der Tunnel wurde kett. Lade deine Waffe! Ja, hallo Leute. Es ist jetzt ungefähr, weiß nicht, drei, vier, fünf Stunden später. Weil, ja, Fraps hat nicht aufgenommen. Warum auch immer. Ich habe jetzt bis zu dieser Stelle wieder gespielt, weil ich weitergespielt habe. Deswegen kenne ich schon ein Stückchen, aber ist nicht viel. Also fahren wir weiter fort. Stirb, 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 stirb. Da kommt es, da kommt das, da kommt das. Komm, komm. Geht doch. Wow, noch eins, zwei. Irgendwie kann ich nicht zielen. Naja, egal. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt waren. Ich glaube, hier war das. Und schnell E drücken. Wenn es um schnelles Tastendrücken geht, dann kann ich das gut. Raus hier. Nix wie raus hier. Ich ziele auf dich. Ziel. Ehrlich? Unser Ziel? Cool. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Der Turm? Ach du Scheiße. Ey, wo willst du hin? Ey!
Komm her, komm her. Und da sind sie. Ach da, okay. Da sind sie. Worum reden wir? Ich will auf das Geschütz. Gib mir das Geschütz. Ich will das Geschütz. Ja, genau da. Ich will da rein. Hey. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Kreis bilden, alles klar. Ruhig bleiben! Achtet auf eure Kehrseite, Jungs! Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Oh ja. Hey, 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 was willst du? Was willst du? Auf mein Zeichen! Hey! Scheiße! Feuer frei! Sich auch so. What the? What the? Komm, 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 stirb, 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 stirb. Na, geh von dem runter, geh von dem runter. Zwei Kuppel. Au, 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 au. Nein. Hm? Ich lebe noch. Wow, what the? Och nö, auch das noch. Kriech, mein Kriech. What the... Oh mein Gott. Oh nein. 8 Tage vorher. Aha. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Jo, fortfahren. Es wird gespeichert. Ein Tour. Naja. Irgendwie. Nee, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Wir gucken das. Das ist wie ein Kirchturm oder so. Denke ich mal. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Okay, ich folge dir auffällig und auffällig. Hey, du. Scheiße, Schweine, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und ich gebe nicht auf. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Niemand zu Hause! Niemand zu Hause. Nun gut. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Wir werden sehen, genau. Gut. Sergei! Habt ihr meinen Sergei gesehen? Hallo, Artyom. Alles wird gut. Hi. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufgeben, Artyom. Okay. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Alexei war... Petro. Hat ihn jemand gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber... Du bist es. Oh, Arne ist die Schwarze.
Achso, ja, stimmt, das sind wir. Wie geht's? Ich folge meinem Kumpel mal hier. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zigarette. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Komme nicht dran. Ich komme nicht. Ganz schön viel Leid hier. Nein. Was zum Teufel? Wer kann das sein? Das erfahren wir aber erst im nächsten Part. Also, man sieht sich. Tschüss.